Hallihallo, ihr wunderschönen Geschöpfe. Es ist Weltkriegszeit und ich wurde gebeten, den Angriff jetzt gerade zu machen. Dementsprechend muss ich mir die Gegner mal anschauen. Ich habe bis jetzt geschaut, der Weltkrieg wird höchstwahrscheinlich, wenn wir den Romeo anschauen, wird ziemlich eng werden. Die Gegner sind hardcore am Droppen. Das bedeutet, wir werden Probleme haben, denke ich mal. Obwohl ich Estonia jetzt bis auf Matt und Stepmaster nicht ganz einschätzen kann, denke ich mal, werden sie, wir, wie auch immer man das konnotieren möchte, Probleme haben, alle Sterne obenrum dicht zu machen. Es bleibt aber so kein Platz dafür, dass ich hier irgendwelche, was weiß ich, für hochnäsigen Experimente starte und irgendwo obenrum angreife. Also ich mache einen niedrigen Angriff, irgendwo vielleicht bei der 10, bei der 11, die sind immer noch Atomzeitalter, globales Zeitalter irgendwo da und hoffe, dass ich da die 5 Sterne bekomme. Ich glaube, jeder Stern wird letzten Endes hier wichtig sein. Ich schaue die Basen einfach mal der Reihe nach durch. Also ich habe bis jetzt bei den ersten 4 Spielern, die ich nicht mal in Erwägung ziehen würde, logischerweise, sehr, sehr viel Level 15er Mauern gesehen. Das kennt man ja mittlerweile auch schon. Ist doch Level 15, oder? Auf jeden Fall Atomzeitalter Max. Ich meine die weiß-gelben Mauern. Den hier würde ich mir jetzt rein von den Verteidigungsgebäuden sogar absolut zutrauen. Ich meine, schaut euch den mal an. Luftabwehren, Industrie, nicht mal global. Dann haben wir 4 globale Panzerdepots. Gut, 2 starke Bunker, aber die Mörser sind auch ultra schwach. Also der sieht enorm, enorm schwach aus. Das Einzige, was ich mir hier erklären könnte, ist, dass der alles eventuell sogar an Uniforschung getätigt hat. Dazu halt natürlich auch die Generäle extrem hoch, was eigentlich das Ganze verdeutlichen sollte. Wenn er so viel Forschung schon in seine Generäle gesteckt hat, wird er wahrscheinlich auch so viel Forschung in der Uni haben. Also kann man rechnen, dass quasi alle Defensivgebäude mindestens mal ein Zeitalter höher sind. Dann sieht das schon nicht mehr so lustig aus. Zudem die Defensivkoalitionen. Und ja, wenn wir uns die Gegner drumherum anschauen, bewahrheitet sich das, glaube ich, auch. Hier zum Beispiel die feindliche 6 ist ja dementsprechend unter ihm platziert. Und wir haben hier massenhaft Atomzeitalter-Max-Gebäude. Alle, sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, alle Depots, also beide Bunker, Kanonentürme, Luftabwehren, Mörser. Also die Hauptgebäude sind alle Atommax. Und das kommt natürlich der These sehr gut zu gelegen oder unterstützt die These, dass der Typ weiter vorne viel mehr Forschung getätigt hat. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum der Kollege hier auch, oder die Kollegin, ich glaube eher Kollege, auf 6 ist und der andere auf 5. Den würde ich mir zutrauen. Aber wie gesagt, ich möchte möglichst sichere 5 Sterne machen. Hier hat niemand was davon, wenn ich jetzt einen interessanten Angriff poste, zumal hier ziemlich starke Generäle sind. Einen interessanten Angriff poste, aber da keine 5 Sterne bei rumkommen und nachher hinterhergewischt werden muss. Puh. Auch sehr konfus gebaut. Muss ich weiter skippen, so leid es mir tut. Fast. Aber trotzdem leider nein, nur Level 200. Wir haben aber auch sehr niedrige Straßen. Alle haben Defensivkoalitionen an, das ist echt krass. Wenn ich mir die feindliche 10 so angucke, wir haben zwei relativ starke Bunker, aber Panzerdepots stehen draußen, global, atomar, antik, nee, Mittelalter und global. Die Akropolis ist schlecht genutzt, Generäle sind zu semi-hoch. Ich denke, den könnte ich sogar angreifen. Wobei es hier maßgeblich drauf ankommt, wie meine Truppen laufen. Ich hasse diese blöden Mace-Eingänge. Manchmal machen die Truppen so geniale Dinge. Du guckst einfach nur und denkst, ja, okay, die haben jetzt alle Arbeit gemacht. Ich setze jetzt mal ein paar Köder und dann ist das Ding durch. Manchmal bleiben sie so behindert, alle auf einem Fleck stehen. Dann kommt ein Raketensilo-Schuss. Dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Also, ich überlege, von wo setze ich die Generäle? Wo setze ich die? Ich glaube hier, von 9 Uhr. Müsste doch 9 Uhr sein. Genau, von 9 Uhr. Hier haben wir keine Kanonentürme fürs Erste. Hier steht der Nächste. Und hoffentlich arbeiten die sich vor. Ich habe auch keine Fabriken hier. Der Bunker ist auch relativ weit entfernt. Also die Generäle dürften jetzt auch, also auch die Söldner dürften nicht direkt draufgehen. Meine Hauptarmee werde ich dann, glaube ich, von hier raussetzen. Ich nehme auf jeden Fall als zur Absicherung Eventtruppen mit. Da muss ich gucken, hier sind noch Hitpoint-Gebäude, da setze ich vielleicht Allianztruppen hin. Und dann muss ich definitiv über die 50% gehen. Köder, hier kann ich schon mal vergessen. Der Mörser ist ziemlich gut geschützt. Echt gemeingut. 1, 2, 3, 4 Kanonentürme. Da komme ich fast gar nicht ran. Den Mörser hier kann ich perfekt ablenken, wenn ich hier einen Köder hinsetze. Den Mörser hier oben auch ganz easy. Hier einfach einen Köder hin oder hier. Oder wenn man generelle mittriggern will. Hier ist auch wieder ziemlich einfach. Hier irgendwo hin einen Köder oder sogar in die... Nee, klappt's nicht, in die Mitte. Hier muss ich mir das überlegen. Der Mörser ist stark. Der ist
an die Straße angebunden, also bedeutet höchstwahrscheinlich Radarforschung. Den kriege ich nicht abgelenkt. Muss ich wahrscheinlich warten, bis der Kanonenturm hier weg ist. Wird relativ schnell gehen, wenn meine Truppen von hier gesetzt werden. Und dann hier den Köder hinsetzen für beide Mörser. Ja, und dann schaue ich mal, wie die Truppen laufen. Entgegen aller Prophezeiung, habt ihr gemerkt, wird das Ganze auch nochmal ein Live-Angriff. Quasi so, der letzte Versuch, sollte das nicht hinhauen, bleibt es jetzt erstmal bei den Replay-Angriffen. So viel dazu. Es gibt ebenfalls noch irgendwelche komischen Probleme derzeit. Das will ich jetzt nur kurz an der Seite ansprechen, und zwar hier bei den Allianz-Herausforderungen. Wenn ich Allianz-Herausforderungen angehe und die angreife, dann werden hier total komische Prozentzahlen angezeigt. Ich habe jetzt leider keine mehr hier, aber alle, die eben quasi gepostet wurden, habe ich angegriffen. Und anstelle von 5 Sternen und 4 Sternen werden dann 2 Sterne, 1 Stern, 3 Sterne angezeigt. Die Replays sind auch meistens, also überwiegend korrekt. Sie zeigen halt den richtigen Ablauf des Kampfes, aber sie tun so, als wäre der Kampf einfach mittendrin beendet. Dann wird einfach angezeigt, quasi, ich hätte den Kampf beendet und hätte den nicht vervollständigt. Dann sieht man im Replay zum Beispiel, dass nicht alle Märkte und Mühlen zerstört werden. Und dennoch sieht man, dass am Ende des Kampfes, wenn man diesen Battlescreen oder den Battlelog da anguckt, sieht man ja, wie viele Ressourcen so quasi faktisch gestohlen worden wären, wäre das kein Allianzangriff. Dann steht dort 350.000, und wenn man den Kampf nochmal anguckt, sind nur 350.000 verfügbar. Sprich, es wird angezeigt, ich habe so und so viele Truppen verloren, wie ich auch wirklich verloren habe, das ist alles korrekt. Ich hätte die Ressourcen gestohlen, die ich beim 5-Sterne-Angriff stehle, also alle. Aber im Video selbst sieht man halt nicht, dass alle Märkte und Mühlen zerstört werden. Also da sind irgendwo, weiß ich nicht, stimmt dann Video und das alles nicht überein. Was mich halt stutzig macht, ist, dass das bei allen Angriffen war. Seit gestern bei jedem Angriff. Es wurde kein Angriff mehr korrekt dargestellt, angezeigt. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da auch irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ich bin derzeit ein bisschen ratlos, aber ist jetzt auch kein Riesending. Also ist jetzt, weiß ich nicht, es macht jetzt keine Welt aus. So, ich habe ein paar Event-Armeen mitgenommen. Sind alles Level 4er Event-Armeen, also eher so Low-Level-Event-Armeen, die ich noch übrig hatte. Ich möchte erstmal die niedrigen Level wegkriegen. Die müssten Aufklärungszeitalter sein, glaube ich, Aufklärungszeitalter. Genau, Aufklärungszeitalter, und dann nehme ich erst die höheren mit. Hoffentlich haut das doch damit hin. Ich habe sogar mal alle drei Generäle eingepackt. Ich möchte nicht nochmal den Fehler begehen, den ich ehemals bei Allianzen begangen habe, dass ich da, weiß ich nicht, zu sparsam rangehe und Daumen nachher irgendwie so ein minderes Ergebnis.
Bäh, Kotz. Ich hau alles raus und dann kommt da trotzdem nur so eine Scheiße bei rum. Ey, die Burg bleibt stehen, irgendwie noch ein Bunker bleibt stehen. Das ist immer so ein unzufriedenstellendes Ergebnis. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe die Fallen gesehen, ich habe die starken Generäle gesehen und die Truppen haben sich einfach so kacke verteilt. Ich habe mir zwei, dreimal drüber nachgedacht, versammle ich ins Innere rein, aber dann dachte ich, ist es mit 3 Sternen zu Ende. Dann habe ich die Truppen alle drumherum gesetzt, habe schon gemerkt, okay, die Zeit kannst du jetzt voll in den Arsch reinstecken. Also die ist komplett für den Arsch, die Zeit. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist auf den 4. Stern hoffen. Der hat dann auch natürlich geklappt, aber gegen Ende, dann haben die Truppen alle auf den schweren Panzer geschossen. Hätten sie jetzt tatsächlich den, ich meine, es hätte nicht viel geändert. Hätten sie den schweren Panzer vorher platt gemacht, inklusive Stadtzentrum, oder hätte das Flugzeug den platt gemacht, hätte ich dann noch auf die Burg versammelt. Also es waren letztens, glaube ich, 20 Sekunden, 20, 25 Sekunden vielleicht, die das Ende ausgemacht haben. Aber da sieht man mal, wie viel Forschung unter anderem ausmachen kann und für ein schlechter Angriffsstil. Denn offenkundig, ja, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Da lag tatsächlich auch einiges daran, wie ich an den Angriff rangegangen bin. Tut mir leid, gerade für Estonia. Ich habe jetzt relativ viel rausgehauen. Das ist auch für mich jetzt nicht so eine schöne Situation. Da muss auf jeden Fall noch mal jemand hinterher angreifen. Und es war kein Bilderbuchangriff. Jo, dann haut rein, Leute. Euch noch einen schönen Abend.